Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Würde mich auf jeden Fall extrem supporten. Und wenn ihr auch keine Livestreams verpassen wollt, checkt doch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal und könnt dort natürlich gerne ein Follow da lassen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und by the way, die Seilrutschen sind deaktiviert. Das heißt, die paar, die es auf der Map gibt, können da zurzeit nicht usen. Nicht, dass ihr euch wundert. Im Item Shop haben wir zum einen neues zeitlich begrenztes Angebot, und zwar das Frostlegenden-Paket. Das war ja letztes Jahr das erste Mal drin zu Season 7 irgendwie. Dafür ist jetzt auch das Winterpaket von dieser Season raus. Dann kommen wir jetzt zum richtigen Shop. Heute haben wir einmal den Flobber Skin. Der hat nur verschiedene Backpacks, einmal ein Standard-Krötenschild, dann grünes und noch ein Regenbogen. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, ein bisschen ähnlich eben halt so wie die Fische, die es im Game gibt, aber hat auch nicht so extrem viel damit zu tun. Dazu gibt es dann die Scumpy Pickaxes. What the fuck? Die sehen sehr strange aus. Sehen eher aus wie so irgendeine Mischung aus einem Alien und einem Aal. Naja, wäre jetzt nicht so mein persönliches Favorite. Da haben wir den Kuschelbeauftragte. Demnächst ist ja auch wieder Valentinstag. Ich glaube sogar ziemlich genau mit dem Start der nächsten Season. Eventuell werden wir auch einen kostenlosen Battle Pass bekommen. So wie es letztes Jahr zur Season 9, glaube ich, der Fall war. Da werden wir sicherlich auch vielleicht noch den ein oder anderen Valentinstag-Skin bekommen. Dazu haben wir dann die Kuschel-Airlines, die Kuschelkrallen und die Kuscheltarnung. Als nächstes haben wir dann den Stillschweigen-Skin mit den stillen Klingen und der abgenutzte Schwarzlackierung. Dann haben wir den Detektiv-Skin, Hypernova. Als nächstes die Alleen-Axt. Dann Popsternchen. Als nächstes schwer beschäftigt. Sieht jetzt zwar ein bisschen strange aus, weil die Tilted-Technik ja so ein Halstuch hat. Weil die da ihren ein Kaugummi im Prinzip durchpustet. Und dann haben wir Fischen. Auch wieder aus der Ikonenreihe. Ich glaube, zu irgendeinem amerikanischen Künstler. Wer das aber genau ist, weiß ich überhaupt nicht. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ist auch ein Fortbewegungs-Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.